Guten Morgen. Was machst du hier? Was soll das? Wir wollten doch heute ein Video drehen, oder nicht? Und du hast mir nicht geantwortet. Also bin ich hergekommen. Ja, aber erst später. Nee, wir fangen jetzt schon an. Aber was willst du denn drehen? Ich darf bestimmen und du sagst immer ja, Video. Das machen wir ganz sicherlich nicht. Du wolltest wohl ja sagen, oder nicht? Lass machen. Schick, schack, schock. Und wenn ich gewinne, dann darf ich einen Tag bestimmen. Und wenn du gewinnst, dann darfst du einen Tag bestimmen, oder? Shing, shang, shang. Shing, shang, shang. Shing, shang, shang. Okay. Da muss ich jetzt erst noch den Anfang drehen. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe mich mal wieder richtig schick gemacht, wie ihr sehen könnt. Haare sind auch noch nicht gebürstet. Ich muss hier erstmal ein bisschen Licht reinlassen. Ja, auf jeden Fall drehen wir wohl heute dann ein Tom bestimmt mein Leben. Ich muss einen Tag lang ja sagen. Darf ich wenigstens meine Haare bürsten oder mich erstmal fertig machen? Willst du nicht erstmal dein Zimmer den Leuten zeigen? Nein. Ja. Nein, Leute, ich möchte euch nicht mein Zimmer zeigen, aber ja. Also, hier ist mein Bett, mein Schreibtisch, sehr aufgeräumt natürlich, mein Schminktisch, Whiteboard, das hat Tom mir geschenkt zu Weihnachten. Dann habe ich hier noch ein Bild, was ich selber gemalt habe. Wie heißt das? Das ist eine Mischung aus Marilyn Monroe und Medusa. Sieht irgendwie ein bisschen gruselig aus, aber finde ich eigentlich ganz nice. Und hier sind noch so Bilder von Gollum und mir. Willst du dir heute einen anderen Zopf machen als deine Palme immer? Ja, ich kann halt einen Zopf machen und den dann flechten. Eine geflochtene Palme. Ja, du hast ja nichts Konkretes gesagt. Willst du dich nicht heute mal in der Reihenfolge schminken, wie ich dir das sage? Ja. Dann fang mal an mit diesem Zeug unter den Augen. Als nächstes willst du dir bestimmt Lippenstift drauf machen, oder? Ja. Man trägt doch im Stall wohl Lippenstift, oder nicht? Ja, du bist so blöd. Das ist mir ja unangenehm. Hella, findest du nicht, man sollte noch eine zweite Schicht auf deine Lippen machen? Ja. Ich hab Hunger. Okay. Wir wollen doch bestimmt jetzt was essen. Ja. Willst du dich vielleicht nicht noch umziehen? Ja. Welche würdest du denn gerne anziehen? Ich glaube, ich sag lieber die, die ich nicht anziehen möchte, oder? Ich würde gerne die anziehen. Willst du die wirklich anziehen? Ja. Dann mach das doch, oder? Ist das deine schönste Reithose, die du hast? Ja. Geht hier schon ein Loch, Leute. TikTok-Challenge. Wow. Das war, glaube ich, ein Fail. Dann zieh mal den Pulli an, der am weitesten oben im Schrank liegt. Der? Das hat nicht geklappt. Naja, ich hab Hunger. Gefällt dir das Video? Ja. Darf ich mal das Messer haben? Ja. Mach mal auf. Du willst dein Brot bestimmt mit deinen Fingern streichen, oder? Das ist nicht dein Ernst. Sag dir wenigstens einen Löffel oder so. Oh, Tom. Das ist total furchtbar. Bah, und das muss ich dann gleich noch essen. Jetzt darfst du hier mit Nutella draufschmieren. Ich merke schon, Leute, ich werde heute, glaube ich, den ganzen Tag so gequält. Darf ich essen? Willst du noch warten? Ja. Schmier dir doch als erstes beide Brote. Hella, willst du die Brote nicht zusammenklappen? Tom, Hella, das mache ich wirklich willst nicht. Du die das Brote? Ist total abartig. Ich mache das für dich, keine Panik. Leute, ich habe noch nichts gegessen und jetzt das, oder was? Das schmeckt richtig scheiße. Es kommt doch eh alles in einen Magen, oder? Und es doch auch einfach gleichzeitig essen. Boah, das schmeckt so furchtbar. Okay, du darfst wieder auseinanderklappen. Vielleicht jetzt werde ich angerufen. Willst du da nicht mal rangehen? Das sind noch deine Fans. Hallo? Hallo? Hallo, hier ist Hella. Hallo! Ich bin Lucia, ich gucke richtig gerne deine Videos. Ah, danke. Das freut mich auf jeden Fall. Ja, wir drehen gerade ein neues. Und jetzt muss ich so ein Ekel-Nutella-Brot mit Fleischsalat essen. Ja, das wird bald online kommen, mal sehen. Dir noch einen ganz schönen Tag. Danke, euch auch. Ich hoffe, er wird nicht so schrecklich. Tschüssi. Tschüss. Oh, wie süß, Leute. Tom und mir ist was ganz Blödes passiert. Vorgestern haben wir einen Livestream gemacht. Ich habe außerdem Toms Handynummer in die Kamera gehalten, weil ich irgendwie zeigen wollte, wie er eingespeichert ist. Meine Nummer wird eh bald geändert und dann ist der Spuk vorbei. Okay, wollen wir jetzt nicht ganz schnell in den Stall gehen? Ja. Hat sie denn geschmeckt? Ja, war total lecker. Also die Kombi kann ich echt empfehlen. Fleischsalat mit Nutella. Im Radio läuft nur Scheißmusik, Hella. Willst du mir nicht was vorsingen? Ja, nach langem Überlegen, was ich singen kann, habe ich mich für Baby von Justin Bieber entschieden. Baby, 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 oh, like, okay, baby, 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 oh, like. Hör auf! Okay. Darf ich deinen Zopf aufmachen? Ja.
Jetzt mache ich den schönen Zopf, den du heute Morgen gemacht hast, wieder auf. Das finde ich richtig gut. Sie muss den ganzen Tag. Das finde ich richtig gut, das Video. Sie muss den ganzen Tag ja sagen. Nicht die ich allerbeste. Muss heute Morgen muss ich schon Fleischsalat mit Nutella zusammen auf dem Brot essen. Nutella, das ist so witzig. Da willst du nicht mal in den Misthaufen springen? Ja. Okay, du übertreibst. Ja, Tom übertreibt so, also sorry. Aber das ist echt? Du bist die Königin des Mistes! In meinem Schuh schon war's. Jetzt stell dich mal da barfuß hin. Nein, Spaß. Sogar Gollum ist hier schaulustiger und denkt sich so, was hab ich für eine gestörte Frau. Willst du nicht mal versuchen, von da nach da zu springen? Ja, wenn ich jetzt hier noch umknicke, ne? Okay, jetzt komm. Noch schlimmer mit der Scheiße. Nein! Ich bin in der Scheiße! Ah, ich raste aus! Oh mein Gott, warum passiert sowas? Tom! Das ist nicht lustig. Das. Wieso ziehst du dir auch deinen Schuh in der Scheiße aus? Ja, weil das so eklig ist. Tom! Du bist komplett voll du mit bist Scheiße. So dumm. Alter, sowas passiert mir dann halt auch immer. So, oh. Ich bin richtig sauer. Schau dir die Scheiße an. Ja, Scheiße, wortwörtlich. Damit fängt man doch hinten am Po an, oder nicht? Okay. Wäre schon, dass das die Glanzbürste ist. Jetzt die Hufen. Das ist nicht dein Ernst. Dann ist die ganze Bürste kaputt. Okay, reicht. Die arme Bürste. Ich bin gestern mit Gollum gesprungen. Dann willst du doch heute bestimmt nochmal springen, oder? Ja. Oh. Er hat gerade richtig gegähnt, als ihm das ja. gemacht hat. Aber ganz ehrlich, Hella, wenn er noch müde ist, dann lass ihn doch einfach schlafen, oder? Was meinst du damit? Er hat heute seinen freien Tag, würde ich sagen. Ist jetzt nicht dein Ernst. Soll ich die Sachen wieder abmachen, oder was? Er kann doch auch auf dem Paddock stehen eigentlich, oder? Und ein bisschen Spaß haben. Macht dir ja Spaß. Ja. Dann stellen wir ihn mal aufs Paddock, oder? Ja. Oder, Hella, willst du nicht nochmal in den Misthaufen? Ja. Nein, Spaß. Soll ich ihn jetzt hier anbinden? Oder nee, warte. Bind ihn mal da an, oder? Da ist, glaube ich, besser, oder? Also erstmal muss der ganze Stroh hier runter. Den kannst du auch mit den Händen runtersammeln, glaube ich, oder? Ja. Ja. Macht dir Spaß? Ja. Willst du ihn jetzt nicht immer so putzen? Ja, ja. Also ich habe Gollum gerade komplett fertig gemacht, damit ich ihn jetzt wieder aufs Paddock stellen kann. Wow. Vielleicht wollen wir ja Valentino einfach auch gleich wieder wälzen lassen. Oder? Ja. Mal schauen. Jetzt finde ich, dass du ihn noch mal ein bisschen vergnügen kannst, oder? Was meinst du damit? Du weißt ja, wo er gerne gekrault wird. Hier unterm Bauch. Was machen wir denn jetzt mit ihm? Spazieren? Spazieren, ja. Das wolltest du doch unbedingt, oder? Ja. Dann würde ich sagen, musst du durch jede Pfütze laufen, die hier im Weg ist. Wie so ein Doggo. Alleine spazieren gehen. Ja. Irgendwie gefällt ihm das, kann das sein? Ja. Schau ihn doch an. Komm. Jetzt waren wir so lange in der Kälte unterwegs. Ich glaube, der hat sich jetzt eine erwärmende Sonnenstudio. Er darf ins Sonnenstudio. Und du bezahlst das, oder? Ja. Es ist ja mal so unnötig. Wow. Und ich stelle mich dazu und du stehst draußen und guckst zu, oder? Okay, ja. So, ich stelle mich hier mit rein und halte ihn fest. Oh, herrlich. Kein letztes Taschengeld. Damit ich warm werde. Valentino? Oder habe ich auch einen Pinkel? Wie siehst du aus? Du frisst hier richtig eklige Sachen. Vor allen Dingen. ist glaube ich scheiße oder so.
sie gerannt ist. Willst du nicht mehr mit ihm da durchrennen? Ja, war es nicht dein Ernst? Oh, Tom, das ist nicht dein Ernst. Hast du nicht Durst? Ja. Dann trink doch mal was, oder? Du bist so ein Arsch. Köstlich. Schmeckt? Ja. Guck dir mal meine Kamera an, einfach komplett beschlagen. Du hast Glück gehabt, dass mein Zimmer immer so schön ordentlich ist, aber hier liegt der Beweis. Der kommt nicht von mir. Mein Staubsauger. Achso, ich dachte, ich soll das einsammeln. Was? Willst du mir das nicht eben fertig machen? Ja. Ich nehme so einen fetten, du kriegst so einen kleinen, okay? Ja. Nein, 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 du willst auch so einen, oder? Ja, stimmt. Reicht das? Ja. Nein, du tust mir schon richtig leid. Du fängst ja gleich an zu weinen. Ja. Okay, soll ich das jetzt nochmal? Nein, du darfst noch ein bisschen mehr nehmen. Du tust mir schon leid. Nimm dir so viel, wie du möchtest. Ja, ja, pass auf den Teller auch einfach nicht drauf. Willst du mich verarschen? Du bist so lustig, Tom. So lustig. Das hast du aber schnell ausgedrungen. Warte, darf ich erst meinen Teller aufessen, bevor du anfängst zu essen? Ja. Nein, Spaß, guten Appetit. Bist du eigentlich satt geworden? Nein, um ehrlich zu sein, nicht. Deshalb werde ich jetzt noch diese Orange essen. Was, schälst du die gerade für mich? Ja. Darf ich die gleich komplett essen? Ja. Eine geschälte Orange isst er jetzt einfach. Leute, wir melden uns auch mal wieder um 22.30 Uhr. Ihr fragt euch auch sicherlich, was wir die ganze Zeit noch gemacht haben. Tom hat mich sogar noch netterweise in den Stall gelassen. Ich durfte meine Pferdchen noch reinholen, hab noch die Boxen gemacht. Jetzt hast du auch mal wieder einen Strahlen auf dem Gesicht. Den ganzen Tag bist du rumgelaufen. Weil ich miese Väter, Leute. Nein, und sorry, aber ich bin in den Misthaufen gefallen. Wirklich lag da drin. Naja, auf jeden Fall bin ich noch Dressur geritten, mit Kandare sogar. Und es hat richtig gut geklappt heute mit Gollum. Tom war hier, weil er auch noch ein bisschen was machen musste. Aber danke schön, dass du mich noch in den Stall gelassen hast. Wie hat dir denn das Video gefallen? War es gut? Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall... War es gut? Ja. Ich bin auf jeden Fall für eine Revanche. Falls euch das Video gefällt, dann drehen wir das gleiche nochmal. Und zwar muss Tom dann einen Tag lang das machen, was ich ihm sage. Beziehungsweise er muss dann die ganze Zeit Ja zu allem sagen. Vielleicht muss er dann auch Gollum reiten. Nein. Also ich bin dafür, Leute. Nein. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr das genauso seht. Oder schreibt es in die Kommentare. Willst du mich nicht noch massieren? Ja. Los. Massier meinen Fuß. Wir können gleich auch noch Lach-Yoga machen. Willst du mit mir Lach-Yoga machen? Ja. Das ist so, also ganz, falls komisch. Ihr mal Lach-Yoga machen wollt, wir verlinken euch das Video hier drunter. Nee, das verlinken wir nicht. Dann kriegt ihr einfach nur Angstzustände, so wie ich. Das war so eine Frau, die irgendwie um so einen Baum tanzt und lacht. Also Leute, wenn ihr Hellas Videos guckt, dann ist das gut fürs Immunsystem, weil ihr dann lacht. Also wenn eure Eltern euch sagen, hört jetzt auf YouTube zu gucken, dann sagt ihr, nein, das ist gut fürs Immunsystem. Ich hoffe natürlich, euch da draußen hat das Video genauso sehr gefallen wie Tom. Der konnte mich nämlich heute ziemlich gut quälen, denke ich. Ja, mir hat es irgendwie nicht so viel Spaß gemacht, aber ich hoffe ja auf die Revanche, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!